Wahlkonfrontation 2008. Alexander Van der Bellen, die Grünen, gegen Jörg Haider, BZÖ. Mit Ingrid Thornherr. Meine Damen und Herren, guten Abend. Das ist die fünfte Begegnung im Konfrontationenstudio zur Wahl 08. Und es ist eine Begegnung zweier sehr gegensätzlicher Politiker mit sehr gegensätzlichen Programmen. Grün-Orange lautet die heutige Paarung. Und ich begrüße Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. Guten Abend. Und BZÖ-Chef, BZÖ-Wiederchef, muss man sagen, Jörg Haider. Guten Abend. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, Herr Van der Bellen, würde ich gerne mit Ihnen eine Kleinigkeit klären, weil das heute aktuell ist. Sie haben ja angekündigt, den gestern freigelassenen Tierschützer Martin Balluch zumindest symbolisch auf die Bundesliste, auf der Bundesliste gern sehen zu wollen. Jetzt hat die Polizei heute eine ganze Reihe von Vorwürfen bekannt gemacht und spricht von mehr als 200 Dingen, deren diese Tierschützer verdächtigt werden. Stehen Sie trotzdem dazu, dass die auf die Liste, dass Martin Balluch auf Ihre Liste soll? Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe mich immer ganz klar von Gewaltausübung distanziert und werde das natürlich auch künftig tun. Das trifft auch für die Grünen im Allgemeinen zu. Falls es konkrete Straftaten gibt, die konkreten Personen an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit und so weiter vorgeworfen werden, dann wird das vor Gericht zu klären sein. Und dann werden die freigesprochen oder verurteilt. In diesem Fall ging es ja um etwas anderes. In diesem Fall wehrten wir uns dagegen, dass der Paragraph gegen organisierte Kriminalität, der gerichtet ist gegen Geldwäscher, gegen Mädchenhändler, Frauenhändler, Drogenhändler und so weiter, eingesetzt wurde, um bis dato 10 unbescholtenen jungen Personen, die in der Tierschutzszene tätig sind, die in Untersuchungshaft zu stellen. Nur, dass das noch klar ist, wenn Sie gesagt haben, wenn es ein Gerichtsverfahren gibt und dann ein Urteil, dann wird man weitersehen. Also ist ein Verurteilter, wäre der für Sie auf der Liste tragbar oder nicht? Entschuldigung, er ist nicht verurteilt. Nein, das ist ja eine theoretische Frage. Es gilt einmal die Unschuldsvermutung für alle diese jungen Personen, inklusive Martin Balluch. Und falls es je zu einem Prozess kommt, das schaue ich mir erst an, dann wird man zu prüfen haben, ob das im Rahmen einer politischen Tätigkeit erfolgt ist und so weiter. Dann wird man sich das im Detail anzuschauen haben. Aber dass er zum Beispiel so Sachen sagt wie, in dieser Zeit muss man, um gegen Gesetze oder gegen Industrie mobil zu machen, auch Aktionen am Rande der Legalität oder darüber hinaus setzen. Das hat er in einem Interview mit einer englischen Zeitung gesagt. Stört Sie nicht weiter? Wenn wir so kleinlich anfangen, dann muss man auch sagen, die Grünen sind aus einer illegalen Aktion entstanden. Mhm. Denn die Besetzung der Hainburger Au seinerzeit war sicherlich am Rande sozusagen der geltenden Gesetze, es war am Rande der geltenden Vorschriften. Die Rodungen hatten, soweit ich mich erinnern kann, ihre behördliche Bewilligung. Und sie waren sicherlich gegen die Interessen eines Unternehmens gerichtet, nämlich damals der Verbundgesellschaft. Also wenn das alles hinreichende Gründe sind, um jemanden einzusperren und über 3 Monate in Untersuchungshaft zu nehmen, dann sind wir alle dran. Wir, die Grünen, andere NGOs, die Caritas, wer auch immer, der sich in diesem zivilen Bereich, auch im zivilen Bereich des Ungehorsams bewegt. Und solche Aktivitäten wollen wir im Keim ersticken und wollen schlicht eine Novelle dieses Paragraphen gegen die organisierte Kriminalität. Dort hat er seine Berechtigung, dort soll er eingesetzt werden, aber bitte nicht gegen NGOs und junge Personen, Menschen, die sich hier engagieren. Und sehen Sie das auch so, Herr Haider? Ist dieser Paragraph in diesem Fall falsch angewendet worden? Ja, bevor ich mich dazu äußere, wenn Sie mir gestatten, dass ich heute in eigener Sache etwas sage. Ich bin heute vor 4 Stunden noch am Operationstisch gelegen in Vollnarkose, weil ich eine böse Infektion durch einen Insektenstich offenkundig bekommen habe und meine Ärzte mir geraten haben, ich muss unverzüglich mir einen Eingriff vornehmen lassen. Und daher dürfte ich an sich nicht da sein, aber ich kann mich bedanken bei meinen Ärzten, dass sie im Villacher Sanatorium mit dem Herrn Obilczyk das so gut gemacht haben, dass ich da sein kann. Dass Sie trotzdem da sind. Und bitte um Verständnis auch bei den Zuseherinnen und Zusehern, wenn ich etwas vielleicht ermüdet bin. Das ist nicht, weil ich mich stilmäßig an den eher kamotten Herrn Professor anpassen will, sondern weil ich einfach noch ein bisschen auch mit der Narkose zu tun habe. Mhm. Und das zur Einbegleitung, damit Sie verstehen, dass es eine nicht ganz einfache Entscheidung war, heute hierher zu kommen. Der Person Jörg Haider, gute Besserung. Danke. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Ihnen nicht so gut geht wie sonst vielleicht. Ja.
Die politischen Differenzen von uns werden dadurch natürlich in keiner Weise beseitigt werden. Das ist ja das Schöne, dass wir beide beseitigt werden. Dass wir beide wissen, dass wir sagen, wir sind zwar nicht einer Meinung, aber wir werden alles tun, dass wir sie äußern dürfen. Nicht? Daher tauschen wir auch durchaus kontroversielle Meinungen aus. Daher bin ich auch sicherlich nicht Ihrer Meinung in der Sache, gewalttätige Tierschützer hier auf die Liste zu nehmen, sehr bewusst, weil schon klar ist, dass da ein bisschen ein politischer Deal offenbar gelaufen ist. Noch gibt es ja kein Urteil, es gilt klar, die Unschuldsvermutung, wie festgestellt habe. Aber wir wissen ja alle, dass in wenigen Tagen ein Dreier-Senat aus Richtern ein Haftprüfungsverfahren hätte durchführen müssen. Das wäre die richtige Stelle gewesen. So ist jetzt nicht sehr klar, hat also politische Intervention des Justizministeriums dazu geführt, dass die weisungsgebundene Oberstaatsanwaltschaft und der weisungsgebundene Staatsanwalt dann diese Freilassung vornehmen musste oder diese Enthaftung vornehmen musste. Mischen wir aber da nicht hinein, sondern was mir auffällt, Herr Professor van der Bellen, ist eigentlich, dass Ihre Bewegung damit deutlich macht, dass für Sie offenbar im Wertgerüst, das Sie vertreten, Menschenkinder weniger bedeutsam sind als Tiere. Denn für Tierschützer hauen sie sich auf die Schiene, sagen, wir glauben nicht daran, dass die gewalttätig sind. Sie haben im Parlament, ich glaube, 7 oder 8 Anträge des BZÖ und auch anderer Fraktionen zur Verschärfung des Kinderschutzes abgelehnt. Immer haben die Grünen dagegen gestimmt. Und das ist eigentlich ein bisschen eine schiefe Optik, dass ich mir schon fragen muss, sind Ihnen die Tiere mehr wert als Menschen? Sie haben also selbst keine Initiativen im Parlament in dieser Richtung unternommen. Und da sehe ich einfach einen Widerspruch, denn gerade die Grünen, die immer so gerne von Wertvorstellungen ausgehen, müssen doch eigentlich auch den Menschen ein bisschen höher bewerten als das Tier. Dann hätten sie zumindest im Parlament mehr Anträge, auch von anderen Fraktionen, wenn sie es selber schon nicht machen, für die Verschärfung des Kinderschutzes, denn die Kinder sind in einem erheblichen Ausmaß gefährdet, machen müssen. Jetzt weiß ich wieder, warum ich in die Politik gegangen bin. Nicht zuletzt, um Politikern wie Ihnen das Feld nicht zu überlassen. Österreich hat etwas Besseres verdient als diese Art von Politik. Das war ja wieder typisch. Ja. Sie bezeichnen tagsfrei Menschen als gewalttätig, die durch die Bank unbescholten sind und noch nie wegen irgendeiner Gewalttat verurteilt wurden. Ja, das ist wieder typisch. Das Gleiche war bei der Abschiebung der Flüchtlinge, die in Kärnten untergebracht waren, die Sie in mehrfachen Äußerungen und im Fernsehen als straffällig bezeichnet haben. Ich habe hiermit das Urteil des unabhängigen Verwaltungssenats in Kärnten, der diese Abschiebung unter Anführungszeichen von Kärnten, nämlich nach Dreiskirchen, als rechtswidrig bezeichnet. So viel zum Rechtsverhalten des Kärntner Landeshauptmanns und zu seinem Rechtsverständnis. Und auszuspielen, Tierschutz gegen Kinderschutz, das finde ich nun wirklich niederträchtig. Ja, wir haben keinen Antrag im Parlament. Wissen Sie, was Sie verlangt haben, beziehungsweise der Kollege Westenthaler im Parlament, dass Kinder, ich weiß nicht, vierteljährlich, glaube ich, amtsärztlich untersucht werden müssen, ob sie missbraucht werden? Ich meine, kann man sich sowas vorstellen in Österreich? Selbstverständlich haben Ihnen wir das abgelehnt. Ich lese Ihnen vor, was Sie alles nicht mitbestimmt haben. Sie können mir das ruhig vorlesen. Okay, Sie wollen es ja gar nicht wissen. Das sind sieben Anträge gewesen, dem Kinderschutz dienend, wo Sie von vornherein sagen, das interessiert uns eigentlich nicht. Und diese schiefe Optik wollte ich also hier aufzeigen. Bin aber gerne bereit, auch mit Ihnen über die Frage dieses Abschubs der Asylanten zu diskutieren. Denn es gibt in der